Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Es gibt eine ganz offensichtliche Änderung hier, ja. Magilu ist ein bisschen aufreizend angezogen, okay. In der letzten Folge haben wir versucht, ein paar Mini-Bosse zu erledigen, glaube ich, ne? Und ja, ich habe mich mal entschlossen, weil wir ja hier am Strand sind, mehr oder weniger. Erstmal, bevor ich wieder vergesse, muss ich am Anfang mal machen. Ich habe zum neuen Gebiet hier hingeschickt. Schweinsohr des Berserkers. Oh. Und da tun wir direkt wieder was hinschicken. Und ja, ich habe die Strand, nee, nicht Strand, Sommerurlaub DLCs, glaube ich, heißen die, ausgerüstet. Da habe ich für jeden Charakter hier die Dinger mal ausgerüstet, damit wir was davon haben, ne? Alles schön hier für die Bademode eingekleidet. Das sieht mir so Bademode mäßig aus, anstatt irgendwie Sommer oder so. Okay, Sommer ist Strand halt, ne? Da sind immer andere ja, Frisuren und Kostüme bei, was ich aber gut finde, im Gegensatz zu anderen Tales of Spielen, ist wo hier, dass man immer, wenn man sich ein Kostüm gekauft hat für einen Charakter zum Beispiel, geht das überhaupt, ich weiß gar nicht, ich konnte nur einmal irgendwie online gehen, weil irgendwie mit meiner Internetverbindung geht jetzt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ist irgendwie zu schwach. Ich kann nicht im Internet gehen. Muss ich per LAN machen. Und ja, was ich sagen wollte, jeder Charakter hat drei verschiedene Farbstile dafür. Und ja, die ganzen Dinger hier, die Cappy zum Beispiel auch drei verschiedene Farben. Ne, nicht die Cappys, das sind die Insektenkäfige da, die Mützen. Ja, alles. Also man kauft sozusagen immer drei Dinge auf einmal. Da sind die Hibiskusblüten. Hier hat man andere Farben. Finde ich ehrlich gesagt sehr gut. Weil dann hat man irgendwie so gefühlt, man ausnahmsweise mal mehr bekommt, als man irgendwie ausgibt. Ich glaube, die sind auch billiger als in anderen Tales of Spielen. Die Kostüme. Und es ist sogar Kampfmusik, die sich geändert hat in diesen Klamotten. Ja, und wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Minuten hier leveln, weil ich glaube, einige sind kurz vorm Level up, selbst vorm Level up. Und ja, ich habe wieder einige Klamotten so, Entschuldigung, weit hoch gelevelt, dass die kurz vorm Erlernen sind. Und ja, was aber ist auf Screen passiert? Ich habe auf Level 30 mit Roko doppelter Schleier erlernt, Lafayette Level 30 arktische Läuterung. Und mit Velvet habe ich auf Level 31, die ist ein Level höher als die anderen, aus irgendeinem Grund. Ja, hier, aufsteigender Falke. Doppelter Schleier, Streuschuss, mein Gott, einige Sachen habe ich noch nie eingesetzt. Rutschparty, den habe ich schon gesehen, ein paar Mal. Arktisches Läutern. Muss ich irgendwann mal, wenn ich mal wieder diesen Ballon-Ding bin, hier umrüsten. Und ja, Titel habe ich mit fast jeden, mit jedem außer mit Velvet, weil ich glaube schon über 30 war, den Titel bekommt, den man per Level 30 bekommt. Bei Lafayette wäre zum Beispiel Aurora Adept hier. Also jeder hat so einen Titel, den er bei Level 30 bekommt. Und ja, den habe ich mit jedem Charakter jetzt anscheinend. Tun immer so ein paar Werte erhöhen, glaube ich. Eleanor hat Speerspezialisten und Brünnhilde bekommen. Ich glaube sogar in einen Kampf als. Ich glaube 200 Staatserkrankungen und 1000 Malagards war das andere. Wo ist Brünnhilde da? 1000 Malagards. Die waren nur 9000. So, und Lafayette hat bei 500 Betäubungen Lahmleger aufgelevelt. Ja. Noch 900. Ne, 1900. Auch nicht. Doch, 1900. So, Eisen hat geschafft, alle Sachen hier. Ich glaube hier. Hier hat er irgendwas, ich glaube Amphibolanhänger habe ich auf Screen gelevelt, weil ich war in so einem Doppelkampf verwickelt und ja, der dauerte so ein paar Minuten, deswegen wollte ich das jetzt nicht wegwerfen. Und ich habe irgendwas noch bekommen, ich glaube für Velvet. Caprikose, was ist das? Weiß ich jetzt nicht. Ne. Immer nicht Caprikose. Ich habe irgendwas, einen Drop-Gegenstand von irgendeinem Viech bekommen. So, und wir machen jetzt mal ein paar Gegner fertig. Mit der neuen Kampfmusik. War halt eigentlich absorbiert. Mein Gott, jetzt haben alle ihre Dings verloren, ey. Ja, wer wird Claire mal?
Boom, boom. Ja, blöd, alle haben jetzt schon Dings verloren, ja, eine Seele. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal die ersten paar Minuten so ein bisschen leveln. Also so lange, bis wir irgendwie die Fähigkeiten alle hier gelernt haben. Puff. Ich hab noch drei. Ja, jetzt boom. Und zack. Ja, ich lerne das jetzt, wie man das macht. Hat einen riesigen Wal. Der Flügel hat jetzt. Eisen hat schon die meisten Auswechslungen von allen Charakteren. Also irgendwie nah dran, irgendwie Super Bandit, glaube ich, zu bekommen. Vollkommen hoch zu leveln. Ja, du hast. Sie hat, glaube ich, Nahkampf-Magie, deswegen sollte sie vielleicht einsetzen, wenn sie in der Nähe von jemandem ist. Na, du, ich nö. Weil muss ich auch mal langsam die Angriffe ändern. Da ist mal ganz viele Sachen aufleveln. So, Velvet hat viele Sachen. Ja, alles voll viele Sachen jetzt bekommen. Boah. Gut. Du hast nur noch bunte Weste übrig. Oder ja, du hast noch eine bunte Weste. Gut, ja, Capricosa war für Eleanor. Okay, Flammenwehr mit ihr können wir. Ich glaube, sie hat noch nicht die kleineren Ringe irgendwie gemeint. Nee, doch, hat sie schon. Dann war es Eleanor. So, verlangsamen uns fair. Ja, auf jeden Fall alle Mini-Ringe hier schon. So, du hast hier eine Menge Lerngeschwindigkeit von Ausrüstung, ja, sehr guter Effekt, möchte ich gerne haben. Und du hast alle Sachen hier schon. Also irgendwann wird deine Lern, ja, und was der Priorität immer. 174 bei Kampfbeginn für 3 Sekunden unverwundbar. Nehme ich über die. So, alle wir heute am Lernen. Weiter geht's. Da fange ich mit dem Lapset die ganze Zeit an. So, damit ich seinen irgendwie seinen Titel bekomme, damit ich ihn irgendwie steuern muss die meiste Zeit. Diesen Steuer laufe ich jetzt 250 Mal oder so im Kampf. Das zählt irgendwie nur immer für den Charakter, den man am Anfang des Kampfes steuert, deswegen. Durch mit ihm immer anfangen den Kampf. Was du denn da hinten? Ich bin meiner und her. Sind noch nicht mal so eine Verschwendung. Weil die sogar Schaden machen. Hat ein Level ab. Der Mond hackt bei. So, und Amphibo-Klinge. Sie hat sehr merkwürdige Schwerter. Sie sehen meistens überhaupt nicht aus wie Schwerter. Nicht elementar Angriffskraft plus 4. Nicht schlecht. So, abgenutzter Speer. Geht okay, zuck hier. Hat jetzt auch noch was. Bei ihr. Muss schon sagen, wir hatten ja nicht alle Stiefel. Da. Ja. Bei Kampfbeginn Unbesiegbarkeit, warum nicht? Ja, du bist Rokoa hat voll kostspielige Sachen, also Sachen, die wie voll viel Dinger hier brauchen. Du bist kurz davor wieder was. Okay. Jetzt sind wir mal 3 Gegner, was zum da? Wenn du ja die ganze Zeit trainiert, ich weiß, du hast hier 3 Gegner. Sind. Und zack. Mystische Art. Auf. Ich habe noch mehr Kostüme schon gekauft. Ich habe mir, glaube ich, direkt alle gekauft, die es zur Verfügung gibt. Mache ich immer. Einfach nur, um Namco Bandai zu unterstützen. Und ja, boah, geil. Also ja, ich habe, außerdem habe ich ja eine beschissene
Internetverbindung. Jetzt, ich kann irgendwie nicht mehr online gehen mit meiner PS4. Bei PS3 geht es, glaube ich, noch aus irgendeinem Grund. Jetzt ist da bestimmt irgendwie ein Fehler bei den Einstellungen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nervig. Wow, 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 Gott, austauschen. Ich war nicht im Ring. Ich glaube, das ist wichtig. Nicht, dass er denkt irgendwie, dass ich hier Magilo spiele, damit ich auf ihren Hintern gucken kann oder irgendwie sowas, ne? Oder sonst auf Magilo. Nicht, dass er denkt jetzt, weil sie im Bikini rumläuft, bevorzuge ich sie oder irgendwie sowas. Was ihr für Gedanken? Erstmal hier kaputt hauen. Buff, du bist tot, oder? Ja. Sehr gut. Eisen war noch von dem ab, glaube ich. Fluoridstiefeln abgelevelt. Wir machen so, weil nicht in 5 Minuten machen wir die Story weiter. Keine Angst, er hat immer noch Sachen hier. Schaden zurückwerfen, nur ist auch noch ein paar. Jetzt machen wir weiter. Die Gegner im nächsten Gebiet. Jetzt fällt jetzt gerade erst ein, wo wir ziehen müssen als nächstes. Los, zaubert mal. Wurf. Zaubert. Du da absorbieren. Warum setzt du keinen Zauber ein? Verstehe nicht. Komm her. Da lag jemand am Boden, hat nicht gezählt. Oh. Eisen mit seinen Schlappen. Oh Gott. Hi, oh. Und zack, weg bist du. Mir ist natürlich mal wieder so ein Dingsgegner auf meinem Weg gelaufen. Waffenmeisterin. Oh geil. So viele Sachen noch. Oh. Ja, wer wird es am Kochen gerade, weil ich glaube, L9 hat sie jetzt auch Level 5. So, jetzt muss ich mal erst ab Level bis zu Level 8 irgendwie hochleveln. Und dann tun die immer ihre neuen Effekte und so freischalten, glaube ich. So, das braucht beides gleich ungefähr. HP absorbieren Effekt für Arzt. Nehmen wir erstmal das hier. So, du hast immer noch was. Lulu Puppe Rollo heißt er doch. So, KP Wiederherstellung bei Sieg finde ich irgendwie schwachsinnig, weil wir kriegen irgendwie immer voll AP. Du machst nur ein ausgezeichnet. Du hast auch schon wieder was fertig. Du hast gleich wieder was fertig. Mein Gott, Eisen. Was los? Was haben wir denn hier so für Sachen? Bewegungsgeschwindigkeit, Objekt Benutzbarkeit. SA Gewinn durch Seelenbrecher. Das hätte ich gerne. Warum ich so viele von denen? So. Sie hat auch noch Wand, meine Güte. Hat nur noch ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, was wir danach machen sollen. Wir können eigentlich schon im nächsten Gebiet reingehen, ne? Das ist eigentlich eine Idee. Irgendwie klappt das mit ihrer Magieabsorbierung nicht heute. Ich hab nicht Dings. Wuff, wuff. Jetzt noch mal eure Dinge ins eine. Alle irgendwie zu blöd, eure Seelenbrecher einzusetzen. Habe ich so das Gefühl. Was mache ich eigentlich? Ich sollte eigentlich ins nächste Gebiet gehen. Muss halt stark genug sein. Hallo. Komm her. Wuff. Fürchte mein Strot. Und ich habe die Magie gekontert, ja. Okay, gehen wir zum nächsten Gebiet. Wenn wir schon trainieren. Riesiges Photon, okay. So, versengen durch. Ja, er hat noch so viele Waffen, ne?
Was? Die sind ja gar nicht so. Ja, okay, das hier hatte, glaube ich, voll viele Punkte, die man brauchte, ne? Okay, Amphibol-Leuche. Wir gehen jetzt zum nächsten Gebiet, meine Güte. Ich merke gerade, ist hier voll Zeitverschwendung. Ich gehe vielleicht mal kurz zum Shop, weil ich nicht sicher bin, ob ich irgendwie Gegenstände mäßig alles habe. Ich kann auch versuchen, irgendwie gegen so einen Mini-Boss oder so zu kämpfen, aber pff. So, haha, Tränke des Lebens wäre immer noch. Was wollte ich jetzt? Dings haben sie nicht, ne? Doch, hier. Uff. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Lass mich mal kurz die Karte aufrufen. So, da müssen wir hin. Mananriff, Haria. Haria, Osteingang. Ich nehme an, das ist richtig. Weil das ist, ja, hier sind wir richtig, glaube ich. Ja, Mananriff, das klingt richtig. So, ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht voll auf die Fresse von den Viechern. Das wäre doch ein bisschen nervig. Da. 36. Ja, alle zaubern können, ne? Ja, auch zaubern. Wartet hier. Ihr seid zu weit entfernt. Ja, komm her. Boah, endlich mal. Feuerwehr. Oh nein, das war und noch mal MC Rolle. Buff. Falsche Boxserie. Ja, nicht sehr gut, dass man die Seelenbrecher noch so ein bisschen verbessern kann irgendwie. Ich glaube, das habe ich irgendwie so am Anfang vorausgesehen. Oder ich habe es mir erhofft jedenfalls. Das möglich ist. Hab ich schon getroffen? So. Wollte ich auch gar nicht treffen. So, leeren Ring, stimmt. Sie hat noch nicht alle einfachen Dinger. Ja, guck sie halt mal an. Warum hat sie die ganz einfachen Dinger nicht? So, du machst auch die bunte Weste, ja super. Irgendwann Lerngeschwindigkeit mäßig. Lerngeschwindigkeit, ja. Wo ist die Priorität? Sachen lernen und so. Warte mal. Ich habe doch Waffenmeisterin mit ihr gerade gelernt, ne? Ich bin blind. Da. Lerngeschwindigkeit. Wie viel Lerngeschwindigkeit hat sie denn jetzt? 38%. Vor allem, sie hat jetzt auch jetzt. Wenn wir so eine Waffe, ja, ich ausrüsten würde, hätte ich 48%, meine Güte. So, da waren wir schon, genau. Jetzt können wir hier den Rest erkunden. Du bietest dich gerade so an. Mystikarte. Ich habe meine Cappy auf Doom. Ein geiler Zauber. Ja, die haben wir fertig gemacht, so gut wie. Da kann er zweimal, ja. Mach ich den jetzt. Und irgendwie voll zurückblicken von Leia aus Tales of Exilia, weil die ja war auch so eine Luftkämpferin. Boah. Das ist so gut, dass wir jetzt irgendwie. War sehr gut. Okay. War immer, das wird noch. Dann sollen wir noch nicht die Sachen ausgehen, ne? Die wir lernen können. Lerngeschwindigkeit, sehr gut. War schon Lerngeschwindigkeit. Will ich von hinten irgendwie erledigen. So, wo muss ich hin? Da weiß ich noch nicht, ne? Da kann ich noch nicht zurück.
Also muss ich erst, wo auch immer ich hin muss, hin. Ja, sehr kampfintensiver Part bis heute. Bis jetzt. Da muss ja auch mal sein. Ich meine, der letzte Part war auch schon so kampfintensiv, aber ich hatte hin und wieder so ein paar Probleme. Und da sehe ich natürlich wieder, oh Gott, statt einer an. Wie wohl von mir. Da hinten ist eine Goldruhe, da möchte ich noch hin. Ah. Das ist der nächste Gegner, von dem wir auf Rest gehen. Ich habe nicht vor der Aufnahme nachgeguckt, wo wir uns noch irgendwelche Minibosse fehlen. Oder wo die nochmal sind. Welches Level sind wir jetzt so? So Level 33 oder 34 können wir ja mal wieder einen versuchen. Ich glaube, die höchsten waren irgendwie so 35, 36. Mit denen möchte ich mich anlegen. Da sind ja irgendwelche neuen Gegner. Ich glaube nicht, ne? Hier haben wir bekämpft. Schon genug gekämpft, komm, mach mal weiter. War noch ein Thumbnail, also muss ich irgendeine Cutscene auslösen, weil ich sonst faul bin. Ja, wir gucken uns mal den Boss an, damit ich weiß, welches Level der hat. Seid ihr schlank? Oh Gott, alle haben sie null Dinger, geil. Ja. Aufrechte. Also er kommt rein und schmeißt die direkt auf den Boden, das ist auch von unfair. Soll eigentlich auf euch Zauber reinballern. So, warte mal, Velvet. Einfach noch Velvet. Alles schief läuft Velvet. Weil Velvet ist ein bisschen broken. Ich meine, ist auch irgendwie so, ne? Ich weiß übrigens nicht, wenn man ihre zweite Mystic Art hier einsetzt. Soll ich mir vielleicht mal angucken. Kann man ja hier angucken. Harter Hieb. Nee. Ja. Von 8 Treffern oder mehr. Er hat 2 gedrückt einen und ja, okay. 8 Treffer, das ist noch human. Ich hab doch Dinge für dich, ey. Mein Gott, also ausgerechnet, wenn ich hier aufnehmen will. Ich hoffe die ganze Zeit L2, ey. Boah. Oh, Leute, ey. Oh ja. Oh ja. Nein. Sehr gut. Ich konnte mal 8 Treffer machen, aber ging nicht. Immer noch Sachen gelernt, geil. So was nichts mehr. Lerngeschwindigkeit. Sollst du vielleicht ausgerüstet lassen, weil dann verdoppelt sich der Effekt. Man hat gemeistert 68% Lerngeschwindigkeit. Meine Güte. Stimmt, da war ja was. So, was hast du denn noch? Du hast hier noch was angefangen. Muss auch schon aufessen, ne? 7% des annullierten Schaden zurück. Immer? Ein bisschen voll überpowered. Charaktere können ganz schön stark werden, ne? So hat Gefühl. So, hi, komm, willst du kämpfen? Wenn das mich voll an Tales of Exilia an diesen einen Krakenboss. 41, geh weg. Au, au, au. So, auf den ersten Blick sieht er jetzt nicht schwer aus, aber lassen wir halt über. Wir haben immer irgendwie so einen Killer-Move oder so, der mich mit einem Schlag wegmacht. Außerdem habe ich schon lange nicht mehr gespeichert, also Express-Anhänger. Dir gehen doch, glaube ich, gerade die Anhänger aus, oder? Ja. Danke. 189, ey. Ja, vielleicht hätte ich den schaffen können, aber die haben immer irgendwie solche Killer-Moves, die sie irgendwie gegen Ende einsetzen, damit ich tot. Und ja, ich habe nicht gespeichert vor der Aufnahme, also ja. Keine Lust dann hier nochmal die ganzen Kämpfe nochmal zu machen und so. Wäre ein bisschen doof. Also ja, lass mal lieber.
Jetzt haben wir den wenigstens verzeichnet, mehr oder weniger. Ich glaube, der ist jetzt auch in der Liste eingetragen von diesen Monsterfängern. Soll nur 10 geben von den Viechern, oder? Ah, oh, da fällt mir was ein. In dieser einen blöden Stadt waren ja auch noch solche Ausrufezeichen, glaube ich. Oh, die Expedition ist zurück. Was? Da waren noch nicht 30 Minuten. Barbatos Butter? Was? Oh, haben wir hier. Oh Gott. Asmodeus Ohrringe. Der Name kommt mir bekannt vor. Vergiftungsfähigkeit. Oh Gott. Nein. Komm, wir flüchten mal. Flüchte in Richtung Meer. Schattenschreiter, oh cool. Gut gemacht, Roko. Alles läuft nach Plan. Wiederangriffe. Boah, jetzt noch 10-mal mehr. Es ist nur noch 10-mal mehr. Schade, hat die Effekte, die man da hat, durch diesen Titeln, wenn man die durch diese Titel freischaltet, die nicht auch permanent sind. Leider muss man die Titel ausrüsten, um diese Effekte freizuschalten. Schade. Ich hoffe, irgendwo hier kommt noch so ein Speicherpunkt oder so. Weil ich muss noch mal zurück zu der einen Stadt. Da fällt mir ein, da sind auch noch so Ausrufezeichen gewesen. Aber die sind jetzt nicht schon weg oder irgendwie sowas. Warum ist jetzt... Warum ist die Karte da rechts schon offen? Oh, Kräuter. Geh weg. So, fahren wir das, ne? Jetzt nicht so gelesen, weil ich schnell weggedrückt habe. Gott, ich sehe eine Truhe auf der Karte. Gib mir eine Truhe. Gib mir eine Truhe. Na gut, dass ich hier jetzt nochmal Dinge ausgerüstet habe. Ich komme Roko und Eisen. Prügeln sich um den Namen. カブトもクワガタも好きでぐよ。男のロマンじゃないでふか。そうなんだ。で、どっちだと思う？カブトムシ派？クワガタ派？難儀な問題でふよね。でも、さっきマギルお姉さんが判別方法を教えてくれたでふよ。 そんな方法があるの？僕が判別したらクワブトの名前に僕の名前も入れてくれるか？かっこいい虫に自分の名前がつくなんて男のドリームじゃないでか。それにこの名前を入れてもらう価値があると姉さんが言ってたでふ。お願いでふ。僕も君と同じ夢を見させてほしいでふ。そこまで言うなら。
ありがとうデフ。じゃあ教えるデフよ。虫を出してくださいデフ。ビンフォー。カブトムシやクワガタの薄い羽って、かなり臭かった記憶があるんだけどな。そんな。あ、まずは、やめた方がいいよ。 やっぱり虫の名前を独り占めしたくなったデフか。でも男に二言はないデフよ。ストロングブレイクな刺激ならカブト、デンジャラススパイシーならクワガタデフ。でもやらせてやれよ。自己責任だ。僕が判別するデフ。よし、ビエ。 Oh Mann. Was? Dann ist er tot. Ich glaube, er ist tot. Ja, Bienfu ist tot. Bienfu tot, confirmed. Magidos Bücher, okay. Oh, ich hab ごめんなさい。つい気になって。その腰についてるのは何の本なの？よう聞いた。マギル草書全5巻の秘密。棒だけに教えてやろう。右の尻側から家計簿と魔法大全集じゃ。魔法大全集は主に油取り紙。頭のたしなみじゃよ。 左側の2冊は押し花用の重い本と飛び出しすぎる絵本じゃ。飛び出しすぎる絵本。一開きで川に橋の架かるほどの飛び出しじゃ。敵に追い込まれた時に壁に向かって使えば瞬時に脱出できる優れものじゃよ。使った後で元に戻すのが大変すぎるのがたまに傷でな。ここ何年かは開いておらんがな。ルスラシャーだからのら。 生き延びるための知恵が焼き印で記されておる。食べてためになる魅惑のグルメ本。どれもすごく面白そうだね。いいな。ボーの好奇心はそこ知れぬの。どうじゃ？見たいか？すごく見たい。ならば、マギルーのことを知りたい。 おい、マギルーのことを知りたい。その願いしかと受けとめた。誤解帳じゃ。わあ、そんなファンネル。見たいという。あ、そんなファンネル。私はこの子を守るための器です。横島な大人から守る義務があるんです。 それにあなたの行為は公助領族に反する恐れがありますよ。魔女に公助領族を求められてもの。その鍵付きの本の想定は確かメリオダス王朝で流行した形。あなたが教育によくないことは分かりました。今後はあなたの行動を監視させていただきます。そのままあなたにお返ししますけど。 Okay, was ist das Beschwerbuch? Ja, okay. Ich suche jetzt neue Truhe hier. Und dann bitte nicht im Kampf, bitte nicht im Kampf. Ja, das war ein sehr interessantes Skit, glaube ich. Das ist ja nur so lang. Ich habe nur Angst, dass hier irgendwie ein Skit auftaucht, den Part noch weiter in die Länge zieht. Beim der Thumbnail zeigt irgendwie nur an, was irgendwie hier ganz am Ende des Parts passiert ist. Also wahrscheinlich, falls jemand irgendwie darauf klickt, falls, also die Betonung noch falls, dann
müssen erst durch das ganze Video scrollen und am Ende nachgucken. Oh, da ist halt Clip. Also, oh. Ich glaube, jeder wird irgendwie, ich glaube, bestimmt haben schon jede irgendwie diesen Clip als Thumbnail gemacht. Wenn ich mir vorstelle, ist er irgendwie voller Clickbait oder irgendwie so was. So, wo zum. Oh, hallo, das kommt mir ja gerade wie gerufen. Wenn ich meine, kommt gleich irgendwo um Boss, ne? Weg. Abgelehnt. Gut, dann würde ich sagen, ich speichere hier. Ach, jetzt sind wir hier. Der ist schon wieder aufgetaucht. Gehen wir da hinten zum Speicherpunkt, speichern da. Ich gehe direkt hier hin. Uff. Oder auch nicht. Bin ich ja schon wieder. Ja, ich werde den Ort schon wieder finden. Jedenfalls gehen wir dann dahin, tun noch mal hier mit den Bewohnern reden, weil da waren noch Ausrufezeichen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.